Seid gegrüßt, liebe Space Marines. Es gibt gute Neuigkeiten, ein Update zu einem neuen Patch, der jetzt am Donnerstag, also zum Zeitpunkt meiner Aufnahme heute, erscheinen wird für Space Marine 2. Und wir werden uns hier die Patch Notes bzw. das Kommentar auch vom Developer selbst angucken und das ganze Ding durchgehen und schauen, was sich geändert hat. Der Game Director hat selbst dazu kommentiert und ein paar Erläuterungen gegeben, warum manche Änderungen gekommen sind. Manches war auch so nicht geplant. Es gab nämlich Gegenwind in Bezug auf das letzte Patch-Update, was wir ja auch in einem vorigen Video schon besprochen haben. Deshalb, was ist jetzt passiert? Ist das gut für Space Marine 2? Wie wird es weitergehen? Und was gibt es Neues? Das schauen wir uns heute an. Und natürlich nicht vergessen, auf figurenshop.com bei mir gibt es Warhammer 40k Figuren von Joytoy. Wir schauen also auf die Patch Notes 4.1. Und hier gibt der Game Director Dmitri Grigorenko einen Kommentar dazu und sagt eigentlich erstmal Dankeschön für eure Geduld, danke für eure Kritik und er gibt auch den Fans oder vielen Fans auf jeden Fall recht, die sich hier geäußert haben und gesagt haben zum letzten Patch, hey, das ist nicht mehr so fein. Und er lässt das relativ ausführlich raus. Wir werden das jetzt nicht im Detail hier durchlesen alles. Er bedankt sich auf jeden Fall und er betont, dass das Spiel nach der Veröffentlichung hauptsächlich natürlich der Spielerschaft gehört und nicht mehr dem Developer. Das heißt, sie werden sich auch weiterhin darauf konzentrieren, Anpassungen im Sinne der Community zu machen. Und er schließt seinen Eröffnungskommentar damit, dass er sagt, dass Anfang 2025 es wahrscheinlich Testserver geben wird. Ihr könnt also die kommenden Updates dann auf Testservern anschauen und dann schon mal Feedback dazu geben. Ich finde, das ist natürlich ein großes Ding eigentlich, dass sie das auch noch extra einrichten, um hier zukünftiges Community-Feedback zu bekommen. Das finde ich erstmal einen Daumen nach oben hier an erster Stelle. Dann kommen wir zum ersten großen Punkt, nämlich vom KI-Direktor, die Gegner-Spawns, also die KI im Hintergrund, die entsprechend eurer Leistung und dem Fortschritt während einer Mission entsprechend viele Feinde oder verschiedene Feindestypen generiert für euch als Monsterhorden, die ihr dann zu bekämpfen habt. Und sie haben beobachtet, dass es bei Ruthless etwa 60% erstmal Gewinnrate gab und nach Patch 3.0 ist das auf über 80% angestiegen. Das heißt, die Leute haben deutlich mehr Erfolg gehabt bei diesen Missionen auf Ruthless Schwierigkeit und deswegen haben sie versucht, mit dem Patch 4.0 eigentlich das zu optimieren, indem sie die Spawns anpassen und natürlich schwieriger machen in einer gewissen Art und Weise. Die haben dann auch bemerkt, dass es auf der einfachsten Stufe durch diese unterschiedliche Spawn-Mechanik dann aber dazu gekommen ist, dass es auf niedrigster Stufe von 95% Erfolgschance auf 93% runtergegangen ist. Das heißt, im Schnitt haben es, ja, 2% klingt jetzt, finde ich, auch nicht so besonders viel, aber anscheinend war es viel genug, dass sich Spieler, die gerade im Einstieg sind bei Space Marine 2, keine gute Erfahrung hatten und eben diese Power Fantasy nicht ausleben konnten, ein Space Marine zu sein und alles kaputt zu klopfen. Und das hat nicht mehr so gut funktioniert bei manchen. Deswegen nehmen sie diese Änderung zurück. Das wurde hier noch gesagt, also diese Extremis-Feinde, zum Beispiel die Spawnraten und so weiter, das wird jetzt wieder zurückgesetzt soweit, dass es wieder die Einfachheit des Patch 3.0 erreichen soll. Und das ist natürlich für die Leute, die jetzt gerade einsteigen, eine sehr gute Sache, denn dann fühlen sich die Missionen auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad auch wieder so einfach an, wie sie es vielleicht auch sollten, wie es ursprünglich mal geplant war. Und das ist doch im Prinzip auch eine gute Sache. Dann gibt es einen Abschnitt bezogen auf die Waffen, aber nur im Operations-Modus, ne, für die 7 Missionen, die wir jetzt haben. Und hier wird einfach nochmal ein Kommentar dagelassen, dass sie hier Schadenssteigerungen gemacht haben für unterschiedliche Bolter-Waffen. Also es ist auf Deutsch übersetzt, eine automatische Bolter-Rifle und so weiter. Ihr seht jetzt hier die Schadenszahlen 20%, 10%, 15%. Vieles mindestens 10% der Heavy-Bolter um 5% erhöht. Also viele Bolter-Waffen haben einfach einen ziemlich ordentlichen Schadensbuff bekommen. Und das sollte natürlich auch jetzt im Gameplay für euch dann spürbar sein ab heute, wenn der Patch
aufgespielt wird, dass es sich mit diesen Waffen hier auch noch mal ein bisschen heftiger anfühlt. Und auch noch mal, was die Schwierigkeit betrifft, im Schwierigkeitsgrad Ruthless wird die Rüstung des Spielers wieder um 10% erhöht. Und hier wird gesagt, aufgrund des Feedbacks nehmen wir die Änderung des Schwierigkeitsgrads Ruthless aus dem letzten Patch teilweise zurück. Mit Patch 4.1 hoffen wir, also dem jetzigen erscheinenden Patch, den richtigen Kompromiss zu finden zwischen dem Gefühl, als sei der Schwierigkeitsgrad Ruthless nach 3.0 und dem Gefühl nach 4.0 letzter Woche. Der Grund für die Reduzierung letzte Woche war, dass wir nach Patch 3.0 einen sehr deutlichen Anstieg der Gewinnraten bei Ruthless feststellen konnten, da Minoris-Feinde nicht mehr die gesamte Rüstungsleiste mit ihren Angriffen zerstörten, der Fernkampf-KI-Schaden generell verringert wurde und die Fähigkeit zur Regeneration von Rüstung durch Parieren normaler Minoris-Angriffe hinzugefügt wurde. Also die kleinen Feinde konnten nicht mehr die gesamte Rüstung runterhauen so schnell und deswegen wurde da was jetzt hin und her gewechselt und im Endeffekt kriegen wir jetzt doch wieder 10% Rüstungserhöhung. Dann wurde auf Lethal Difficulty das System enge Formation entfernt. Ich konnte das jetzt auf Englisch auch nicht so genau rauslesen oder mir erklären, worum es genau geht. Ich mutmaße jetzt mal, dass es darum geht, dass man nicht zu weit weg sein darf von seinen Teammates, um Rüstung zurückzubekommen bei einem Finisher. Aber ich kann mich da jetzt auch irren. Auf jeden Fall dieses System enge Formation wird jetzt wieder entfernt. Sie wollten einfach hier im tödlichen Schwierigkeitsgrad, das heißt im neuesten Schwierigkeitsgrad, sicherstellen, dass die erfahrenen Spieler eine neue Herausforderungsebene haben, also nicht nur vertikale Progression, sondern eben auch horizontale Progression. Und es geht aber um die Machtfantasie und Feinde, die Dutzende von Nahkampftreffer einstecken können, zerstören diese Machtfantasie, finde ich auch. Daher musste die Herausforderung aus anderen Quellen kommen. Dieses System wurde auch als erster Schritt zur Einführung von Gameplay-Modifikatoren konzipiert, sowohl negativen als auch positiven, also etwas mit dem World War Z-Spieler vertraut sein werden. Aber ihr Feedback hat gezeigt, also unser Feedback hat gezeigt, dass die Näherungsanforderungen zu restriktiv wirkten. Klassen wie Assault und Vanguard fühlten sich besonders benachteiligt, da das effektive Spielen dieser Klassen eine gewisse Bewegungsfreiheit erfordert, was ich eben denke, wenn die zu weit weg sind und sich dann nicht mehr die Rüstung herstellen können durch Finisher, ist dann frustrierend, wenn es darum geht, was ich denke. Das wird deshalb entfernt jetzt auch mit diesem neuen Patch und sie werden gucken, was sie halt einfach in Zukunft machen, was solche Modifikatoren angeht. Dann gibt es noch Verbesserungen für die Bots, nämlich die Bots verursachen an Bossen zukünftig 30% mehr Schaden, was eine ordentliche Hausnummer ist. Und beim Zoanthropen ist es so, dass der Schildtausch zwischen beiden Zoanthropen, mit denen man kämpft, der würde um 10% erhöht die Dauer, dass das Switchen von dem Schild nicht immer so schnell hin und her geht und so frustrierend ist, weil sie das Feedback bekommen haben, den meisten geht der Zoanthrop auf den Sack. Und dann noch eigentlich eine ziemlich wichtige Sache, nämlich von der Rolldistanz, dass die wohl kürzer war als zuvor. Das haben sie jetzt oder machen sie jetzt auch rückgängig, dass man wieder so weit wegrollen kann, wie es ursprünglich war und nicht mehr eine verkürzte Distanz hat und das natürlich sich spürbar auswirkt, wenn man Fernkampfangriffen oder anderen Angriffen ausweicht und eben halt wieder weiter wegkommt von der Monstermenge als jetzt mit dem Patch 3.0, der gekommen war. Und dann gibt es noch Fehler beim Freischalten von Belohnungsaufklebern im Schwierigkeitsgrad tödlich wurde behoben und Absturzbehebungen und allgemeine Stabilitätsverbesserungen gibt es auch mit diesem heutigen Patch. Die arbeiten ständig an der Verbesserung der Spielstabilität. Dieser Patch bildet da keine Ausnahme, sodass es weniger Abstürze geben sollte. The Emperor protects, liebe Leute. Und jetzt könnt ihr mir gerne euer Feedback da lassen. Findet ihr diese Änderungen gut? Ich finde, es hört sich jetzt erstmal nach einem, ja, oh, sie sind erstmal ein paar Schritte zurückgegangen, haben gesagt, okay, das war jetzt Mist. Wir haben ziemlich viel auf die Nuss bekommen, sei es auf Steam oder sonstigem Feedback auch hier im Community-Bereich. Dass sie das jetzt auch so schnell nachreichen, ist für mich ein Signal dafür, dass sie tatsächlich wirklich gemerkt haben, okay, da stimmt was nicht, da haben wir Mist gemacht. Und wie ich auch schon mal sagte bei Patches zuvor, wo sie viele Buffs gemacht haben, habe ich gesagt, man würde sich mal vorstellen, was passiert, wenn sie hier Debuffs mit reinbringen. Und beim letzten Patch hatten sie Debuffs dabei und wir sehen jetzt, was passiert ist. Also, ich finde es gut, ich finde es auch mit den Testservern gut. Allerdings, und das muss ich jetzt halt aus persönlicher Sache, aus persönlichem Anlass einfach sagen, wir haben eine Mission dazu bekommen, die andere Mission habe ich jetzt, weiß ich nicht, wie oft gelaufen, ja.
Also ich glaube, 90 Stunden sind es mittlerweile im Game bei mir. Und ich muss einfach sagen, okay, mich motiviert gerade nicht mehr so arg viel. Es ist mega krass repetitiv. Die Klassen, die ich auf 25 bringen wollte, habe ich auf 25. Und da habe ich so gut wie alles eigentlich gemacht, was mir wichtig war. Und ja, es ist schön, dass sie Testserver mit reinbringen. Aber vielleicht anstatt sich jetzt auf Testserver zu konzentrieren, würde ich halt wirklich alle Reserven reinstecken, um mehr Missionen zu bringen, mehr Abwechslung reinzubekommen. Aber für mich klingt das trotz allem, was hier so gebracht wurde. Ich finde das gut, was sie machen, mit diesen Rückschritten sozusagen in dem Fall, dass sie halt wieder Buffs mit reinbringen ins Spiel, aber eben auch diesen tödlichen Schwierigkeitsgrad haben und den hoffentlich bewahren für die Hardcore-Leute, die wirklich eine krasse Herausforderung brauchen, dass das bleibt, dass die Leute hier wirklich eine krasse Herausforderung haben, die soll krass bleiben. Bei den unteren Schwierigkeitsgraden können sie ja wieder Buffs reinbringen für die meisten, für die Mehrheit, aber ansonsten finde ich, braucht das Spiel jetzt neben diesen Verbesserungen und Buffs und dies und das und Modifikatoren von mir aus auch, braucht es vor allem mehr abwechslungsreichen Content, damit einfach der Großteil der Spielerschaft, der da war und eigentlich Interesse am Spiel hat, dass der wieder motiviert ist, ins Spiel reinzugehen. Und das sehe ich jetzt momentan nicht so ausgeprägt und auch in den nächsten Monaten erstmal nicht so ausgeprägt. Ich lasse mich natürlich gerne als Besseren belehren und positiv überraschen, dass da schnell noch mehr kommt. Für mich sieht es allerdings nicht so aus. Ich denke, wir werden jetzt einige Monate warten müssen, bis hier erstmal neues Futter kommt, sei es neue Karten, sei es im PvP oder PvE-Missionen oder Feindestypen und so weiter, was wieder einen neuen Anreiz bringen könnte, hier weiterzumachen. Oder sei es auch Cosmetics, die man dann oder eine Level-Erweiterung über 25, dass man 30 werden kann und neue Skills zum Beispiel hätte oder sowas. Ich glaube, auf sowas werden wir jetzt eine Weile warten müssen. Wahrscheinlich auch, weil es halt so geplant worden ist, mit dem Release, dass man gesagt hat, okay, wir haben eh Stress, wir machen das jetzt so gut es geht und dann bringen wir jetzt halt erstmal nach und nach tröpfelt eine Mission rein. Ich habe das Gefühl, es wird für den Großteil der ursprünglichen Community zu wenig sein in der Zeitspanne, die wir jetzt haben, vor uns haben. Die Steam-Zahlen, finde ich, sind auch ein bisschen ein Beleg dafür. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Monaten. Lasst mir natürlich gerne euer Feedback dazu da. Ansonsten kann man natürlich sagen, hey, wenn man jetzt zum Beispiel 70, 80, 90 Stunden drin hat im Game, ich denke, dann geht sich das etwa aus, auch wenn man die Ultimate Edition geholt hat. Dann ist man etwa im grünen Bereich, wie ich finde, wenn man es jetzt in Stunden misst, pro Euro und so weiter. Finde ich, hat sich dann auch gelohnt. Man muss ja nicht unbedingt ein Live-Service-Game haben und Content für 500 Stunden. Haben andere Spiele auch viel Spaß gemacht in einer kürzeren Zeitspanne und war dann einfach gut. Jetzt bin ich ja nur gespannt, was Space Marine 2 vorhat. Möchte es tatsächlich so wirken wie ein Live-Service-Game, aber dann muss es auch delivern wie ein Live-Service-Game? Oder ist es kein Live-Service-Game und dann wird es halt wirklich wenig Motivation und wenig Anreiz geben für Spieler, die dann doch noch irgendwie so hoffen, ist es vielleicht doch ein Live-Service-Game? Ich bin gespannt, was das für ein Spagat wird und wie dieser Balanceakt ausgeht einfach. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.